Es gibt News. Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Bei der diesjährigen Disney Expo gab es wieder einige neue Trailer zu sehen und auch einige Informationen über neue Projekte, die in Zukunft anstehen werden. So gab es auch neue Informationen über das König der Löwen Prequel, das ja, wie wir bereits wissen, von Mufasa handeln wird. Und wenn du auch in Zukunft keine Informationen zum Prequel oder auch keine meiner Videos zu König der Löwen oder die Garde der Löwen verpassen möchtest, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren. Im Jahr 2019 erschien die Realverfilmung zu König der Löwen. Und kurz darauf wurde uns bestätigt, dass es auch zu einer Fortsetzung kommen wird. Diese soll sich nicht mit der Zukunft des Filmes beschäftigen, sondern mit dem Werdegang von Mufasa. Beziehungsweise wird es Zeitsprünge geben zwischen dem Jetzt und der Vergangenheit. Und seit der Disney Expo wissen wir jetzt auch schon etwas mehr drüber. Rafiki, Timon und Pumba werden uns die Geschichte von Mufasa erzählen. Beziehungsweise, sofern ich es richtig verstanden habe, wird Rafiki, Timon und Pumba diese Geschichte erzählen. Wir wissen auch schon, dass Mufasa in diesem Film nicht der königlichen Familie entstammt, sondern auf anderem Weg zur Macht gekommen ist. Wir werden sehen, wie der junge Mufasa verwaist ohne Eltern seinen Platz im ewigen Kreis finden wird. Das waren grundsätzlich auch die ganzen Informationen, die wir soweit erhalten haben, und da stellen sich mir tatsächlich ein paar Fragen. Wenn er nicht Teil der königlichen Familie ist, wie schafft er es dann, König zu werden? Oder was ist mit Scar? Ich könnte mir theoretisch auch durchaus vorstellen, mit den Informationen, die wir bis jetzt haben, dass Mufasa vielleicht adoptiert ist und irgendwie dann in der Familie von Scar unterkommt, so maybe. Das könnte nämlich auch den Konflikt zwischen Mufasa und Scar erklären. Denn vielleicht wird Mufasa in dem Film wirklich adoptiert und rutscht irgendwie vor Scar in die Thronfolge. Oder vielleicht trifft er auch irgendwann auf Sarabi, die Teil der königlichen Familie ist, und kommt so an die Macht. Oder vielleicht gibt es in diesem Universum gar nicht so diese Thronfolge, so wie wir sie kennen. Aber ganz egal, was passiert, ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt und mega gehypt auf den Film. Aber wir werden noch etwas auf den Film warten müssen, denn er wird erst im Jahr 2024 erscheinen. Wenn ihr irgendwelche Theorien oder Ideen habt, um was es im Film gehen könnte, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich auf den Film, und ich habe euch jetzt im Abspann noch ein paar Videos zu Mufasa reingepackt. Bis zum nächsten Mal.